haben und herzlich willkommen in unserem Weekly Vlog. Eigentlich war mein Plan, das erste Mal mit Toffi Gondel zu fahren, dort drüben in Goldeck hoch. Aber Toffi wurde gestern geimpft, die hat die letzte ihrer Welpenimpfung bekommen und ist nur am Schlafen gewesen und auch relativ schlapp, habe ich das Gefühl. Deswegen dachte ich so, okay, nein, da jetzt mit der Gondel hochzufahren, ist einfach nur zu stressig für sie. Und ja, jetzt machen wir hier hoch einen Spaziergang. Wow, guck mal, sinkt man einfach knietief ein teilweise. Einen Spaziergang an der Drau. Die Drau ist ein Fluss. Und wir gehen jetzt hier die Drauauen entlang, ein kleines Stückchen. Den Rucksack, den ich gepackt habe, habe ich trotzdem mitgenommen. Mit meinem ganzen Foto-Equipment, einer Decke und das, was man halt so mit hat, ja, haben wir jetzt dabei. Deswegen wandern wir hier mal hoch, wandern wir hier mal ein bisschen lang. Ich muss auf den Weg gucken, dass ich hier nirgendwo rein trete. Der Weg ist zwar vereist, aber da sind so ein paar tiefere Fußstapfen drin. Genau. So, wir werden uns jetzt hier mal, Milka wälzt sich gerade, sie liebt das, den Weg zur Drau bahnen. Das Gute ist, Toffi sinkt nicht ein, weil es schon so festgefroren ist. Ich auch nicht. Sehr gut. Wow. Wir sind die Tage ja mit dem Snowboard da oben runtergefahren. Und von oben sieht die... Huch, jetzt bin ich doch eingesunken. Sieht die Drau so richtig schön dunkelblau aus. Das lässt sich jetzt hier erahnen. Aber von oben sah es natürlich schöner aus. Die Drohne haben wir nicht mit. Das wäre dann ein bisschen too much für heute. Aber schauen wir mal. Hier ist es auch schon echt, echt hübsch. Okay, gut, wenn man sich den Strommasten wegdenkt. Ja gut, ist ja immer Ansichtssache. Den blenden wir einfach mal aus. Schaut mal die beiden. So, wir packen jetzt hier gerade schon wieder zusammen. Die beiden haben da noch mit dem Stock gespielt. Ich glaube, wir haben auch richtig schöne Fotos gemacht. Toffi, what are you doing? Milka, gib dir den Stock nicht. Ist die gemein? Ist die gemein? Milka, ja, nimm ihn dir. Toffi wird übrigens, oder ist gestern, wenn das Video online kommt, 5 Monate alt geworden. 5 Monate. Und schaut euch mal diesen Größenvergleich an. Die ist einfach fast so groß wie Milka. Ich glaube, mit 6 Monaten ist die so groß wie sie. Also schlanker auf jeden Fall. Toffi, ja, Baby. Ja, ich weiß. Aus. Guck mal da, Schatz. Ja, fein. Ja, lauf damit weg. Pass gut auf. Das ist ohne Witz wie mit so 2 Kindern. Jetzt weint die eine. Mama, die hat mir den Stock weggenommen. Ich hatte ihn zuerst gefunden. Aber Toffi, du hast ihn, glaube ich, gefunden, oder? Meine ich das richtig gesehen zu haben? Aber trotzdem, ihr seid Geschwister, also teilt ihr euch das auch. Milka, komm! Ja, super, hast einen eigenen. Aber bitte nicht essen. Genau, so, wir haben jetzt hier die Sachen. Die Decke packe ich... Die Decke packe ich auch mal wieder ein. Ich lasse die da jetzt auch mit spielen. Das ist so ein Treibholzstock. Der ist total abgerundet. Und da können die sich jetzt auch nicht dran verletzen. Deswegen packe ich mal schnell ein und dann geht es weiter. Jetzt wollte ich gerade die Hundebox aus dem Kofferraum hier wieder hinten reinbauen. Aber ihr hört wahrscheinlich schon, es ist komplett am Schneeregnen. So, ich glaube, dann wird unser Plan überworfen, jetzt mit der Gondel den Goldeck hochzufahren. Das war nämlich eigentlich der Plan. Eigentlich wollte ich euch dieses Mal mitnehmen im heutigen Video zu Toffis erster Gondelfahrt. Toffi legt sich in die Ecke und schläft. Milka denkt sich auch nur so, ich möchte nicht gehen, wenn es regnet. Schatz. Ja, ist ein bisschen uncool, deswegen müssen wir uns jetzt einen Alternativplan ausdenken. Ich habe im Kofferraum, oh, das sieht man sogar noch, ein Retourenpaket, was ich noch zur Post bringen muss. Wow, und es ist echt so ekelhaft. Und ich in der, ich glaube, ich habe im Kofferraum noch eine Jacke, die regendicht ist.
Ja, aber ich habe, glaube ich, gerade einen ganz coolen Alternativplan, der auch sehr aufregend ist. Ich bin nur am Überlegen, ob ich vorher mal mit den beiden hier spazieren gehen sollte oder nicht. Aber in dem Regen möchten die auch nicht gehen. Schaut mal Milkas Gesicht. Und jetzt zeige ich euch einmal Toffi. Toffi, so bitte. Sendet mir Hilfe, mein Mäntelchen ist auch zu kurz geworden. Ja, deswegen bringen wir mal eben die Pakete weg. Und dann... Nee, ich check jetzt als allererstes mal das Wetter. Meint ihr, die Hunde merken es, wenn ich einfach wieder reingehe und so tue, als wären wir schon spazieren gegangen? Nein, Spaß beiseite. Milka, so, das habe ich gehört. Okay, ich sortiere mich hier mal gerade und dann melden wir uns gleich wieder. Gerade machen wir das hier nochmal hoch. Und sobald es aufhört zu regnen, werde ich das da auch mal wieder umbauen. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg in den Park. Und es ist so richtig ungemütliches Wetter. Es hat Gott sei Dank aufgehört zu schneeregnen. Aber es ist so kalt. Diese Nässe macht es halt einfach richtig kalt. Ja. Gut, was soll man machen? Huch, ich rutsche hier vor mich hin über den Weg. Da ist Milky. Toffi läuft da vorne. Toffi wollte gerade absolut nicht aussteigen aus dem Auto. Das Wetter ist ihr anscheinend zu schlecht. Ja, wir gehen jetzt hier nur eine kleine Runde in den Park runter. Und dann im Anschluss fahren wir mal zu dem, wo ich gerade gesagt habe, wo wir noch hinfahren. Als kleine Videoüberraschung. Ja, aber bevor jetzt hier meine Hand abfriert, gehen wir mal gerade weiter. Es ist hier nicht so spektakulär, deswegen werde ich jetzt auch mal die Kamera wieder einpacken, weil ja hier gerade nichts Aufregendes passieren wird. Und wenn, dann hole ich euch dazu. Schaut mal, wie zu kurz Toffi der Mantel ist. Das ist echt krass. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich auch keinen neuen mehr besorgen, weil jetzt haben wir schon fast Februar und dann wird es ja wahrscheinlich auch warm. Vielleicht. Schauen wir mal. Wir haben angehalten, deswegen ist hier auch schon Aufregung auf der Rückbank. Sonst liegen die immer ganz lieb und machen gar nichts. Wir sind angekommen. Und ich werde euch jetzt mitnehmen zu Toffis allererste Mal im Fressnapf. Milka so, machen wir einen Live-Shopping-Haul? Nein, Milky, das machen wir nicht. Das würde, glaube ich, den organisatorischen Aufwand sprengen. Außerdem habe ich nicht genug Masken für euch mit. Nein, Spaß beiseite. Oh, wow. Ist jetzt schon wieder so eine Szene entstanden, wo ich mir überlege, sollte ich die rausschneiden oder sollte ich die nicht rausschneiden? Nein, Spaß beiseite. So, mein Mäskchen habe ich natürlich hier in der Hand. Die Hunde brauchen keine Maske und ihr werdet jetzt dabei sein, wie wir das erste Mal, oder wie Toffi das erste Mal, nicht wieder hinsetzen, Schatz, wir gehen sofort. Boah, die muffen auch gerade ein bisschen, in einem Fressnapf sein wird. Woo! Die Spannung steigt. Bist du aufgeregt? Toffi! Bist du aufgeregt, Schatz? Ja? Freust du dich? So, es wird spannend. Ich probiere das hier mal bestmöglich. Toffi zieht schon mal zum Napf intuitiv. So, komm. Na komm, Schatzis. Milka, nein. Milka will gern zur Kasse, direkt mein Leckerli absahnen. Jetzt ist das aufregend, Schatz. Nicht mich anspringen. Oh, ein anderer Hund. Ei, Schatz. Buff. Die beiden. Oh, okay. So cool! Wo sind sie hier? Hier gibt es so viel zu sehen. Oh Gott. Okay. Hey! Milka, Toffi, bitte, hör auf. Hör auf, uns zu blamieren. Toffi sorgt direkt dafür, dass wir uns das erste und letzte Mal hier zu dritt zeigen lassen können. Aber aus dem Grund, ich glaube, jetzt versteht ihr mich. Hey, hör auf, mich anzuspringen. Genau aus dem Grund ist es auch unmöglich. Schatz, beruhig dich bitte. Ist es auch unmöglich, dass wir hier ein Live-Shopping-Hall drehen. Da brauchen wir irgendjemanden, der uns filmt. Ja, ich weiß. Es ist sehr aufregend. Ich weiß. Jetzt hört doch mal auf, bitte. Mein Gott. Mein Gott. Zum Glück bellt sie nicht als erstes. Und das ist der Moment, in dem ich mich frage, was wollen wir hier überhaupt? Wir wollen eine Kaustange für euch kaufen.
Toffee so, oh mein Gott, wie cool, hier ist so viel Essen. Ist auch ein Phänomen, sonst springt sie nie. Oh nein, nein, das ist der andere Hund. Oh Leute. Hey, guck mal, wie in so einem Film. Und gleich schreibt er, ich hab ihn. Hallo. Okay. Milka ist okay. Milka schämt sich fürchterlich für uns und ihre kleine Schwester. Mädels, bitte, benehmt euch wenigstens einigermaßen. So. Komm mal mit. So. Wir wollten so eine Kaustange. Komm mal bitte. Komm. Komm, komm. Sonst gibt es da direkt einen Maulkorb. Prinzessin. So aufregend, oder? So aufregend. Da, nicht springen. Oh Leute, habt ihr eigentlich einen kompletten Dachschaden? Sitz. Sitz. Milka. Gut, also. Toffi, sitzen. Und du bleibst da sitzen bei deiner Schwester. Also, ich wollte hier eigentlich mal so ein Stück Rinderkopfhaut für die mitnehmen. Toffi ist nämlich nicht in der Lage, irgendetwas zu kauen. Die schluckt immer alles komplett runter. Und dieses Stück hier ist so gigantisch groß, dass sie das halt einfach nicht schlucken kann. Und Rinderkopfhaut ist auch, glaube ich, zu hart, als dass sie da Riesenstücke rausbeißt. Wäre das was, Schatz? Bisher hat sie nämlich immer nur ihre Kauwurzel. Aber es wäre halt schon irgendwie cool, mal ein bisschen was anderes. Sollen wir das mitnehmen, Schatz? Milka ist einfach nur genervt. Sie wäre lieber zu Hause geblieben. Es ist ja alles einfach zu peinlich. Milka, magst du was sagen? Okay, also ich glaube, wir werden jetzt hier die mal einpacken. Jetzt muss ich eigentlich zwei nehmen, oder? Habe ich überhaupt Geld mit? Oh, nicht lustig. Okay. Mädels, Konzentration. Konzentration. Milka hat einfach diesen leidenden Blick sowas von perfektioniert. Sitz. Welche nehmen wir denn? Und wir stellen uns die alltägliche Frage, welches ist die größte? Oh. Um Gottes Willen. Moment. Wow, here we are. Wenn wir ehrlich sind, eine hätte auch gereicht. Okay, also. So, das war eine aufregende, kurze Erfahrung, würde ich mal sagen. Eine aufregende, kurze, lustige Erfahrung. Mama, sitz. Sitz. Ihr stinkt euch da hinten immer noch einen zurecht. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal. Nee, ich brauche überhaupt nichts. Ich wollte gerade sagen, gehe ich zur Belohnung nochmal zum Müller. Aber ich brauche einfach nichts. Deswegen gehe ich auch nicht zum Müller. Oh, Toffi schläft schon. War das aufregend? Und zu Hause können wir dann mal testen, ob sie diese Kaustange bzw. das Stück Rinderkopfhaut essen kann. Jetzt mache ich aber erstmal den Motor und die Lüftung an. Das mufft hier gerade echt extrem. So. Milky, legst du dich auch hin? Wir sind wieder zu Hause angekommen. Ich habe mir im Müller noch diesen Concealer gekauft von Santé Naturkosmetik Mineral Wake Up Concealer. Toffi so, cool, kann ich den auch mal probieren, Mama? Ja, ich glaube nicht. Ist nicht dein Hautton, Schatz. Deine auch nicht. Aber, ach ja, und dann habe ich noch meine Kreditkarte verloren. Ja, ich habe die so in die Jackentasche reingesteckt. Ist halt auch nicht so der optimale Aufbewahrungsort für eine Kreditkarte. Und dann beim Bezahlen dachte ich so, wo ist sie denn? Dann war sie auf einmal weg. Aber ist ja auch kein Problem, man kann ja so mit dem Handy bezahlen. Dann habe ich im Auto geguckt, da war sie immer noch nicht da. Ja, scheint irgendwie weg zu sein. Ich weiß auch nicht, habe ich wahrscheinlich im Müller verloren. Ich habe es jetzt gesperrt, so gesehen, alles halb so wild, kriege ich eine neue zugeschickt. Aber es ist irgendwie schon wieder so typisch. Meine Mama hat so oft schon gesagt, zum Glück ist mein Kopf angewachsen, weil ich so viel verlegt habe und sonst was. Es ist irgendwie echt, ich bin manchmal ein bisschen chaotisch und verstreut. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was das Verrückteste war, was ihr verloren habt. Okay, eine Kreditkarte zu verlieren ist jetzt auch nicht so krass, aber gut, ist halt ärgerlich.
sind halt Dinge, die unnötig sind. Aber wie auch immer, that's life. Wir werden jetzt mal den beiden hier die Rinderkopfhautstangen geben und mal schauen, wie die die finden. Lecker! Extra zwei! Warte. Oh, was, damit habe ich mir selber keinen Gefallen getan. Das wird alles dermaßen zustinken. Ups, Milky. Guck mal. Ich weiß gar nichts damit anzufangen. Schnupsi, da fängt man an einer Seite, guck mal, ein bisschen dran zu kauen an. Das ist das Erste, was sie so zum Kauen hat. Oh, bitte brich dir da nicht deine Zähne dran ab. Deine noch vorhandenen Milchzähne. Toffi ist ein bisschen lost irgendwie. Die weiß gar nicht, wie sie es essen soll. Schatz, eigentlich beginnt man an einem Ende. Mika fängt hier am Ende an und isst das ganz gemütlich, ne? Lass dir Zeit. Aber ich werde die trotzdem, ich werde die jetzt vielleicht mal so gute 10 cm essen lassen, dann nehme ich dir die weg. Den Rest gibt es wann anders. Da hinten kommt Toffi. Oh nein, warte mal. Oder sollen wir sie einfach lassen? Ich glaube, ich lasse sie einfach, oder? Oder sollte man ihr beibringen, dass sie sich damit auf eine Stelle setzt? Wir kommen gerade vom Snowboarden, sind schon wieder zu Hause. Wir waren heute am Katschberg. Es war richtig schön. Wir waren ja das erste Mal diese Saison am Katschberg und es war so toll. Also es war wirklich ein traumhafter, sonniger, schöner Tag. Wir sind mit den Splitboards hochgelaufen. Okay, wir sind von St. Margarethen mit der Gondel hochgefahren und das letzte Stück hochgelaufen zum Gipfel. Da haben wir dann was gegessen und sind dann wieder runtergefahren durch den Powder. Es war so schön. Ich werde euch hier einfach mal ein paar Impressionen einblenden. Gerade auf dem Weg hier klemmen, sieht man das? Hier klemmen nämlich. Hallo Raben, könnt ihr mal leise sein? Ey! Sch! Okay, ich dachte, es funktioniert. Jedenfalls gehen wir jetzt noch eine kleine Runde Schlittschuh fahren. Ich hatte ja Schlittschuhe zu Weihnachten bekommen und die werden wir jetzt mal ganz kurz hier so eine kleine Eislaufbahn testen. Ich bin schon gespannt. Ich glaube, die sind richtig cool. Die haben wir ein bisschen Tee mit, damit uns nicht kalt wird. Das sind sie, meine wunderschönen Schlittschuhe. Ich finde die so cool. So. Aber ein schönes Aussehen bringt jetzt hier auch nichts. Ja. Gut. Jetzt so, hingefallen. Arm gebrochen. Das ist ja ungefähr ein Jahr her mit meinem Arm, oder? Na, März oder Februar? Ja, Februar. Februar. Ja, also, Schlittschuhe fahren gut. Die Eislauffläche ist schon sehr verfahren, aber allein, dass sie eine ist, finde ich sehr cool. Wir werden jetzt hier noch ein paar Runden laufen. Es wird auch schon sehr dunkel, aber deswegen lege ich euch mal hier an die Seite zur Thermoskanne und okay, ich muss mich jetzt noch mal ein bisschen einfahren. Das ist auch schon wieder ein Jahr her. Eigentlich wollten wir auch auf dem Weißen See fahren, aber der ist dieses Jahr leider nicht auf zum Schlittschuhfahren, weil da so viel Schnee drauf liegt. Und ich glaube auch wegen Corona, ich weiß es nicht. Da kommt Kevin wieder. Oh ja, das möchte ich auch können. Das möchte ich auch können, Schatz. Das ist richtig cool. Da kann ich dann vor den Coolen so. Hey, da bin ich. Camper. Oh, okay. Super, cool. Dann fahren wir mal weiter. Dann fährst du mal.
Aber nur mit Sturzhelm und Knieschützen. Hallo. Tut allein nicht weh. Oh, das war der Ansatz, oder? Der Ansatz war da. Ja. Nur die Auswirkungen müssen ein bisschen. Ja. Gut. Aber es ist cool. Erstmal eine Teepause. Ja. Zur Teekanne. Es ist auf jeden Fall mal eine coole Abwechslung. Gerade für Kinder. Ich meine, gerade für Kinder ist es echt cool. Und für großgebliebene Kinder. Wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Milka und Toffi waren ganz lieb. Toffi steht da vor dem Kevin. Oh, es gibt auch gleich Abendessen für die, oder? Mhm. Ja. Das ja, das stimmt. Nochmal schnell Pipi machen. Und da kommt Toffi. Hallo. Mhm. Süßen. Ja, deswegen viel passieren wird bei uns heute auch nicht mehr. Und dann beenden wir das Video doch mal, oder? Ihr drei? Ihr vier? Und wünschen euch noch einen. Sieht ein bisschen weird aus gerade. Und wünschen euch noch ein schönes Wochenende, beziehungsweise einen schönen Sonntag, ne, Milky? Jetzt gibt's gleich Futti. Oh, lecker. Fein. Und, wow, stößt sie so auf. Schatz, bitte. Die Mama filmt noch. Ja, da bist du eiskalt, ein. Oh.